Nur-Filter am vergangenen Wochenende, die waren alle eins. Ist man da so ein bisschen neidisch, oder? Ich spiele ja seit Jahren in der Westfalenhalle 1 und Dieter Nuhr ist ja als neuer Gast hier gern willkommen und irgendwann wird er auch in der großen Version spielen. Danke. Das neue Programm heißt Revolution, wird Axel Schröder jetzt politisch? Augenzwinkernd, nicht so richtig. Also ganz zum Schluss des Programms sage ich auch, letztendlich bin ich kein Revolutionär, sondern einfach nur ein Komiker, der ein bisschen in die Suppe spucken kann und das ist auch der Hintergrund. Das heißt, worum geht es konkret? Es geht konkret zum Beispiel um natürlich um unseren Bundestag. Diese Saison sitzen die Anzüge alle etwas enger. Wir sind das einzige Land in Europa mit zwei Frauen in der Regierungsspitze. Und ich bin halt stolz, in so einem toleranten Land zu leben, in dem man einen schwulen Außenminister haben kann. Das meine ich wirklich ehrlich. Dann geht es um Integration, dann geht es um Frauenpower, dass die Frauen im Moment die besseren Kerle sind in Deutschland und die handfesteren. Aber es geht auch um höher, schneller, weiter, dass es ausgedient hat, dass so die Krise vielleicht auch eine Chance ist, sich wieder auf alte Werte zu besinnen. Die Westfalenhalle ist nicht mehr die neueste, aber versprüht immer noch einen besonderen Charme. Welchen Charme für Sie? Ja, als alter Rock'n'Roller sehe ich hier Rock'n'Roll aus jeder Ecke, aus jeder Niete, aus jeder Schraube atmen und da versuche ich natürlich auf der Bühne auch einzufangen. Ich hätte noch eine Frage und zwar, Sie bezeichnen sich selbst als Kleinkünstler, Kleinkunst in der großen Halle, wie kann das funktionieren, passt das zusammen? Ja, das ist ja immer so die große Frage und das war natürlich erstmal die Frage, bevor man überhaupt als erster Stand-Upper in Deutschland in so eine große Halle gegangen ist. Aber es funktioniert. Es funktioniert und die Leute mögen das auch. Die Zuschauer mögen das wirklich sehr. Und ich denke, ähnlich wie bei Dieter Nuhr, die Abwechslung macht es. Man spielt mal klein, mal groß und passt das auch zusammen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Das Highlight 2009 war das AC/DC-Konzert oder die BVB-Gala? AC/DC, ganz klar. Ja, muss ich schon sagen. Also ich freue mich, dass es bei Dortmund so gut läuft, also beim Fußball. Aber so mit mehr Spannung war ich bei AC/DC dabei. Danke. Alles klar. Danke. Atze Schröder. Ja, hallo. Ich grüße natürlich alle Seher und natürlich auch Hörer von do21.de und wir sehen uns bald wieder. Danke.